Hallo Dustin, hallo Dustin. Herzlich willkommen zum Market Roundup in KW19 nach einer zumindest aus makroökonomischer Sicht spannenden Woche letzte Woche mit Ja, vielen ja, ja. Daten, Fakten, die publiziert worden sind. Zinsentscheide wurden gemacht, Arbeitsmarktzahlen publiziert. Dustin, ich bin gespannt, wie du das heute zusammenfasst und wie du das siehst. Einiges Herzlich willkommen. war los in der letzten Woche, du hast es gut angesprochen. Wir hatten Zinserhöhungen, wir hatten Arbeitsmarktzahlen, wir hatten insbesondere die Technologieunternehmen, die Quartalszahlen geliefert haben. Also auch Einige. da war einiges los. Also eine spannende Woche liegt hinter uns, eine spannende Woche liegt aber auch noch vor uns. Also es ist noch einiges los, wir sind noch mittendrin, kann man so sagen. Wir werden deshalb mal einen Blick auf Social Media werfen, weil dort haben die Unternehmen jetzt alle Quartalszahlen veröffentlicht und es war in den letzten Jahren ja sehr stark im Fokus. Wir hatten sie auch mal an einer Stelle hier im Market Roundup besprochen und werfen einfach nochmal einen Blick darauf, wie hat sich das Ganze so entwickelt? Ist es potenziell wieder spannend oder wo sehen wir vielleicht auch so die Probleme? Vielleicht auch im Hinblick auf die neuen Technologien, auf die künstlichen Intelligenzen, die gerade so ein bisschen ja auch in diesem Markt vorpreschen. Werden wir heute uns mal angucken. Wir starten aber wie immer mit einem Blick auf den DAX und ja, ihr könnt es ganz gut sehen. Sieht nach neuen Jahreshochs aus. Genau, wir haben neue Jahreshochs, aber so ganz kleine Jahreshochs kann man so sagen. Also wir bewegen uns, muss man sagen, kaum seit eigentlich so Anfang April sieht man, hier ist nicht so richtig viel Bewegung im Markt zu sehen und das ist auch eigentlich in der Woche so. Also man hat so Auf und Abs, aber irgendwie ist alles so ein bisschen wie erwartet schlecht oder auch wie erwartet gut. Teilweise sieht man so ein bisschen drüber, mal so ein bisschen schlechter. Wir haben letzte Woche über das Thema Zinserhöhungen gesprochen. 0,25% wurden hier so erwartet, sowohl in den USA als auch hier in Europa. Beides kam so wie erwartet, kann man sagen. Also wir sehen es hier im DAX. Wir haben ein bisschen Bewegung zum Anfang der Woche. Grundsätzlich war es aber so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Dann kamen die Zinserhöhungen, erst USA, dann die EZB, beide wie gesagt mit 0,25%. Man sieht es aber hier auch zur Mitte der Woche, so richtig viel war eigentlich nicht los. Und wir hatten ja eine kurze Woche, aber grundsätzlich kann man sehen, dass diese Zinserhöhungen wirklich genau den Erwartungen entsprochen haben. Der große Unterschied, wir werden es gleich in den USA sehen, dort sagt man, okay, wir machen jetzt erstmal Pause mit Zinserhöhungen. Das war so ein bisschen das, was Powell quasi uns zu verstehen gegeben hat. Er ist immer noch besorgt, die Fed ist immer noch ein bisschen besorgt, was die hohe Inflation betrifft. Man hat aber das Bankenproblem und man, ja, macht jetzt erstmal eine Pause, kann man sagen. Wir sind jetzt auch so bei 5 bis 5,25% in den USA, also wir sind sehr, sehr hoch. Vor einem Jahr standen wir noch bei 0,25%. Also wir haben 5% quasi in einem Jahr geschafft. Das ist schon ganz ordentlich und gerade will man, glaube ich, so ein bisschen durchschnaufen. Anders ist es bei der EZB, da sind wir auch noch nicht ganz so weit. Wir sind jetzt bei 3,75%. Und dort hieß es eigentlich auch ziemlich klar, ja, es wird bald nochmal 0,25% geben. Also dort möchte man noch aufholen. Das findet man natürlich nicht ganz so gut, wenn man so ein bisschen auf die USA blickt und auf die Bankenkrise dort. Man hat natürlich Ängste, dass das auch hier eine zunehmende Rolle spielt und ja, da auch versteckte Probleme auftauchen könnten. Deswegen, ja, der Markt findet es nicht super. Grundsätzlich hat er es aber so erwartet und das sehen wir in diesen Kerzen in der Woche. Wir sehen aber auch die letzte Kerze und das ist quasi eigentlich das, was so ein bisschen positiv zum Ende der Woche war. Wir haben Arbeitsmarktzahlen aus den USA bekommen. Die waren besser als erwartet. Es gab deutlich mehr Jobs und das sehen wir gleich, wenn wir mal in die USA blicken. Auch diese Märkte haben nämlich zum Ende der Woche ein sehr positives Momentum bekommen. Man sieht es kaum in den großen Märkten, weil auch da ist es quasi das Gebilde sehr ähnlich. Auch hier haben wir seit quasi Ende April nicht mehr viel Bewegung in den Märkten. Es ist immer so ein kleines Auf und Ab. Aber wir haben es in der Woche halt gesehen. Diese Treppchen bergab. Ja, zu den wie erwarteten Zinsen zu, aber der Verschnaufpause, ich habe es gerade eben schon mal angesprochen, keine Zinssenkungen in Zukunft, sondern eher nochmal die Idee von Powell, potenziell noch zu Zinserhöhungen einfließen zu lassen, aber dann die positiven Arbeitsmarktzahlen zum Ende der Woche, quasi gerade auf dem tiefsten Stand seit, glaube ich, 1969, die Arbeitslosenrate in den USA, also Spricht dann aber auch gar nicht für eine Zinssenkung eigentlich. ja, genau. Also es ist der Markt hält sich noch robust, der Arbeitsmarkt hält sich erstaunlich robust. Man muss aber sagen, man sieht es an den Wirtschaftszahlen, man sieht es an den Unternehmens- und den Quartalsergebnissen, dass die Wirtschaft doch zu leiden hat. Viele Unternehmen haben zu leiden. Die Banken haben insbesondere zu leiden, aber ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen
der größte Faktor, warum wir auch nicht noch stärkere Zinserhöhungen bekommen. Es ist tatsächlich eher so die Banken, die gerade einen ziemlich großen Faktor spielen. Die Wirtschaft, ja, hält sich doch noch erstaunlich robust, kann man sagen. Und ja, der Arbeitsmarkt ist immer noch weiter im Schwung. 3,4% Arbeitslosenquote. Wenn man jetzt auf die Quartalsergebnisse guckt, 85% der Unternehmen haben mittlerweile ungefähr Ergebnisse vorgelegt. Sie waren ungefähr eigentlich so in den Erwartungen. Sie lagen etwas über den Erwartungen, so wie es eigentlich immer der Fall ist. Und die Ergebnisse waren also auch ein bisschen besser. Dementsprechend hast du, glaube ich, recht, Christoph. So richtig für Zinssenkungen spricht eigentlich der Markt Auch nicht so, gerade. ja, also Zinssenkung, aber auch, dass wenn man jetzt Pause macht, dass man da irgendwie auch nur im Ansatz jetzt über eine Zinssenkung wieder spricht, das ist ja da weit weg entfernt eigentlich. Wenn die Wirtschaft zumindest in Arbeitslosenzahlen und anderen Sachen zumindest nicht zu stark gefährdet ist, muss man die Zinsen auch nicht senken. Genauso ist es fast. Und wir sehen es halt, wie gesagt, im Marktumfeld, dass dort man wirklich ja, ein Schwächeln sieht, ein langsames Schwächeln, aber die Inflation halt eigentlich immer noch, man sagt ja sticky in den USA, immer wirklich klettend ist und dementsprechend eigentlich da auch weiter der Fokus drauf liegen muss. Ja, insofern wird es wahrscheinlich sehr stark von der restlichen Berichtssaison abhängen, was noch so passiert in den Indizes. Aber bis jetzt wenig Überraschung in der Berichtssaison hatte ich das Gefühl, so, die Erwartungen sind runtergeschraubt worden, man hat sie teilweise erfüllt, ein bisschen manchmal ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, aber es war jetzt wenig, wo man sagt, man hat jetzt ganz viele neue Informationen gewonnen. Ja, also ich muss sagen, wenn man so in die letzten Jahre guckt, haben wir ja immer wieder auf neue hohe Wachstumsraten, neue hohe Umsätze, neue potenzielle Marktanteile geschaut. Und jetzt schauen wir sehr stark bei den Quartalszahlen auf sehr, sehr tiefe Erwartungen. Und dazu schaffen wir es, diese Erwartungen zu schlagen oder liegen wir doch ein bisschen drunter. Also ich glaube, ich habe sehr oft in den letzten Wochen gelesen, ja, es war schlecht. Sehr schlechte Quartalszahlen, 80% Umsatzrückgang. Wir haben jetzt bei BioNTech gehört, 80% Umsatzrückgang, aber ein bisschen höher als erwartet, also positiv für die Aktie, weil die man es quasi noch schlechter erwartet hat. Genauso sieht man es aber auch andersrum, dass man sagt, ja, die Quartalszahlen sind total schlecht und sogar noch schlechter als gedacht und die Aktie rauscht dann richtig in den Keller. Das werden wir heute auch nochmal an der einen oder anderen Stelle sehen. Wir werfen nochmal einen Blick nach Asien. Da sieht man auch nicht so richtig viel, was los ist. Also man sieht, dass die Indizes ja hier so ein neues Hoch erreicht hatten zu Beginn des Jahres. Insbesondere der Hang Seng ist dann wieder nach unten gekehrt, hat dann so eine leichte Zacke nach oben gemacht. Und jetzt hieß es so zum Beginn der letzten Woche, ja, dass einfach noch sehr, sehr viele Investoren gerade an der Seitenlinie sitzen mit sehr, sehr viel Cash. Und das so langsam aber in den Markt fließt. Insbesondere in Hongkong sieht man das, da sind jetzt ungefähr so 230 Millionen Dollar über die letzte Zeit in den Markt geflossen, was relativ viel ist. 230 Millionen? Genau. Ziemlich viel. Ja, für den asiatischen Markt dann doch ein bisschen mehr. Okay. Also wenn man das zumindest für so ein kurzfristiges Momentum sieht, dann sieht man doch, dass man ja über wenige Tage so ein Zufluss eigentlich ein sehr positives Momentum dort ist. Beim Nikkei sieht man es ähnlich. Man muss sagen, wir hatten dort sehr, sehr viele Feiertage. Also in letzter Woche teilweise hatten wir nur 2 Handelstage hier beim Nikkei. Da hat man gerade so ein bisschen das positive Momentum tatsächlich bei den Quartalszahlen. Der Yen ist ja deutlich abgefallen, dadurch, dass die Verzinsung in den anderen Währungen höher ist. Man kann sich das so vorstellen, wenn der Euro besser verzinst wird als der Yen, dann möchten mehr Leute den Euro haben. Dementsprechend ist die Nachfrage nach dem Yen geringer. Der Yen verliert also an Wert und ein schwacher Yen an Wert heißt ein positives Momentum für den Export, weil man günstig an Güter aus Japan in dem Fall kommt. Und das ist gerade so etwas, was sehr positiv antizipiert wird, auch in den Quartalszahlen dort. Wir haben jetzt bald so Toyota, Nintendo und relativ viele große Konzerne, die dort einfach so ein bisschen davon profitieren sollten, dass wir mal einen schwächeren Yen haben als in den Jahren zuvor. Ja, Japan ja auch viele, ich weiß gar nicht, ob schon Jahrzehnte, aber auch sehr lange mit einer nahe Nullzinspolitik. Genau. Ist man da nach wie vor immer noch oder hat man da auch schon Man ist da nachgekauft? nach wie vor immer noch. Ich Wow. glaube, die sind sehr beständig in dem, was sie tun. Die Inflation ist dort auch nicht ganz so hoch. Und gerade habe ich so das Gefühl, will man so ein bisschen tatsächlich davon profitieren, dass man auch einfach mal den schwächeren Yen hat und diesen Export einfach weiter laufen lassen und die Wirtschaft potenziell mal wieder ankurbeln. Das freut die Japaner, nachdem sie doch viele Jahre ja von Stagnation eigentlich so hinter sich hatten. Wir schauen mal weiter. Wir haben jetzt ziemlich viel über Quartalsergebnisse gesprochen und das wird auch heute jetzt erstmal das Thema sein. Wir gucken uns gerade mal
ein paar der vielen Ergebnisse an. Wir starten mit dem größten Unternehmen der westlichen Hemisphäre, kann man so sagen. Apple hat Quartalszahlen geliefert, die waren besser als erwartet, kann man sagen. Mehr Umsatz, mehr Gewinn, neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 90 Milliarden Dollar. Das ist schon eine ganze Menge. Insbesondere die iPhone-Verkäufe waren eigentlich besser, als man gedacht hatte. Nicht in den USA. Dort ist das Wachstum tatsächlich ein bisschen zurückgegangen, aber außerhalb den USA, im Rest der Welt, hat man doch gesehen, dass man die iPhone-Verkäufe hochhalten konnte und dementsprechend auch so viel liquide Mittel hat, so viel Gewinn hat, die Margen haben sich verbessert. Also eigentlich entwickelt sich alles zum Positiven und dementsprechend gibt Apple auch Teile davon jetzt weiter an die Kunden bzw. an die Aktionäre zurück, in Form des aktuellen Rückkaufprogramms oder der Dividendenerhöhungen. Wer davon ebenfalls profitiert hat, und das hängt sehr stark zusammen, ist Berkshire Hathaway. Die haben ja einen riesigen Anteil in ihrem Portfolio an Apple. Also Berkshire Hathaway, für alle, die es nicht kennen, eine US-amerikanische Holdinggesellschaft von dem bekannten Investor Warren Buffett. Und die halten ein eigenes Investmentportfolio, wo sehr viel Acht drauf gelegt wird. Wir haben in der letzten Woche dazu eine Marathonsitzung quasi gehabt. Es ist quasi das, man sagt so gerne, das Mekka für alle Value-Investoren, für alle Investoren, die sehr stark auf sehr hochqualitative und günstige bewertete Unternehmen schauen. Und das ist so ein bisschen die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, kann man sagen. Da wird dann stundenlang Fragen gestellt, Investmentansätze diskutiert und. Was ich gerade eben angesprochen habe, Berkshire Hathaway hat wirklich einen 50% ungefähr fast des Portfolios in Apple-Aktien und sagt auch immer wieder, dass Apple das beste Investment ist, was sie eigentlich haben, weil das Geschäftsmodell so unglaublich gut ist, die Marke so unglaublich gut ist, sich immer weiter positiv entwickelt. Und wir sehen es jetzt auch, selbst in diesen ziemlich rezessiven Phasen, sehr positiv eigentlich noch sich auf einem hohen Nenner hält. Zusätzlich hat man gesehen, dass Berkshire Hathaway gerade wieder auf sehr hohen Cashbeständen sitzt, 131 Milliarden, und die weiter nutzen will und halten will für potenzielle weitere Investments. Für alle, die hier dabei sind, wir haben ja in den letzten Wochen immer mal wieder angesprochen, dass Warren Buffett sich auch immer größere Anteile an Occidental Petroleum gekauft hat, das heißt einem Ölkonzern. Und jetzt ist aber rausgekommen, dass er definitiv gesagt hat, er möchte das Unternehmen nicht vollständig übernehmen. Das war ja immer wieder so in Spekulation, dass er sich über diese größeren Anteile am Ende das gesamte Unternehmen einverleibt. Denn auch das ist ein Ansatz von Berkshire Hathaway, dass man komplette Unternehmen kauft, das Management aber quasi weiter sich selbst überlässt und nur den Wert abschöpft. Und Occidental Petroleum hätte ganz gut ins Portfolio gepasst. Es steht aber aktuell gerade nicht zur Debatte. Wir gehen weiter zu AMD, ein US-amerikanisches Halbleiterunternehmen, Chip-Hersteller, Chip-Designer kann man sagen, lag eigentlich mit einem Zahlen ganz gut, oberhalb der Prognosen kann man so sagen, sowohl Umsatz als auch Gewinn. Allerdings trotzdem ein negatives Umsatzwachstum. Man sieht auch hier, dass die Nachfrage zurückgeht, wie wir es auch bei den anderen Chip-Herstellern gesehen haben. Und damit sieht man auch, dass die hohen Kosten, die halt jetzt gerade von AMD auch getragen werden, sich vielleicht zumindest nicht so materialisieren, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Daraufhin ist die Aktie jetzt mal um 9% gefallen und hat auch so ein bisschen den gesamten Chipmarkt damit getroffen. Ja, Chipbranche allgemein seit Beginn der Zinssteigerung und das Ende von Corona sozusagen, wo die Nachfrage nach Heim-PCs nachging, alle Chip-Hersteller ein bisschen unter die Räder gekommen. Genau. Wir haben teilweise ein bisschen positiveres Momentum, wie gerade bei Intel gesehen. Bei AMD hat es sich jetzt so ein bisschen in die andere Richtung verkehrt. Nvidia ist ja auch so ein KI-Profiteur wieder. Also die schwanken alle so ein bisschen in verschiedene Richtungen. Grundsätzlich haben die aber natürlich einige Herausforderungen, auch makroökonomisch, wenn man jetzt in Richtung Taiwan blickt, wo ja mit TSMC der größte Chip-Hersteller der Welt sitzt. Ja, trotzdem im Zyklus, wenn man das so sieht, jetzt eine Phase, wo man Stück für Stück gucken kann, wo sich Chancen ergeben. Absolut. Bei den Chip-Herstellern. Das natürlich nicht zu sehen als, es wird sich nächsten Monat auszahlen, aber auf lange Sicht gesehen kann man sich das schon ziemlich gut vorstellen. Da kann man sich auch einen bunten Warenkorb zusammenstellen aus Chip-Herstellern. Da gibt es viele große, die aktuell deutlich günstiger zu haben sind als noch vor Jahren oder vor letzten Jahr und Jahr davor. Und definitiv sollte man sich da drauf gucken. Genau, also wir haben ja die Gespräche immer wieder und
wir sehen es ja jetzt gerade wieder an neuen Technologien. Also wir haben es bei den Kryptotechnologien gesehen, wir haben es jetzt bei den KI-Technologien gesehen. Sehr viel davon basiert auf Chips, sehr starken Chips, insbesondere deswegen Nvidia aktuellen Profiteur, aber auch viel Technologie basiert halt auch auf ja, mehr oder weniger nicht nur den obersten 10% der Chips, sondern auch auf einer breiteren Masse. Und ja, da muss man sich natürlich selber fragen, jetzt glaubt man, dass in Zukunft noch mehr darauf basiert oder irgendwann neue Technologien kommen, dass man keine Chips mehr Ich braucht. glaube, der Quantencomputer ist noch ein bisschen hin. Ich glaube auch, aber wer weiß, was da noch kommt. Wer hat noch sehr positiv rausgestochen? Wir haben ihn mal mitgebracht, Immunogen in dem Falle. Biotech-Unternehmen hat ein Medikament für Eierstockkrebs in dem Falle herausgebracht, beziehungsweise eine positive Studie in der letzten Phase abgeschlossen. Ja, und ihr kennt das so bei den schönen Biotech-Unternehmen, wenn etwas positiv verläuft, wenn die Unternehmen klein sind, dann legen sie sehr stark zu. In dem Fall 138%. Wir haben aber noch mehr Unternehmen. Wir haben Uber, haben wir ja vor, ich glaube, ein paar Wochen drüber gesprochen hier im Market Roundup, haben uns dann entschlossen, sie aktuell nicht mit ins Portfolio zu nehmen. Verdammt. Grundsätzlich, ja, aber leider positive Quartalszahlen geliefert. Eigentlich lag man überall oberhalb der Marktschätzung. Dieses Logistik, der Logistikbereich leidet so ein bisschen. Da sieht man mal wieder, dass halt dieser klassische E-Commerce-Betrieb, dass die Leute sehr viel konsumieren, einfach zurückgeht. Dafür sind viele Dienstleistungsvarianten wieder angestiegen und die Buchungen lagen einfach über dem Erwartungen, die Aktie ist daraufhin um 21% gestiegen. Ein Blick nach Deutschland, Zalando, deutscher ja, Online-Händler, eigentlich so mit der Pionier, kann man hier so sagen. Auch der kämpft einfach damit, dass die Leute nicht mehr so viel konsumieren und das sieht man. Und da wurden auch schon schlechtere Zahlen erwartet. Ja, das ist auch das, was man gerade so ein bisschen in den Zahlen sieht, insbesondere auch in den Prognosen sieht und ja, in den Lagerbeständen sieht. Also man merkt einfach, dass Produkte länger in den Lagerhäusern liegen, weniger gekauft werden von den Konsumenten und ja, gerade guckt man da wieder, wie man so den Weg gut finden kann. Ganz anders läuft es bei Shopify, muss man sagen. Die haben deutlich bessere Zahlen geliefert. Da hat man wieder ein positives Momentum, insbesondere in diesen E-Commerce-Bereichen auch. Man möchte auch die Logistik- und Lagerautomatisierungssparten so ein bisschen verkaufen, also sich wieder mehr aufs Kerngeschäft fokussieren. Und dort gab es 18% plus. Das waren so die Highlights der letzten Woche. Wir blicken nochmal kurz in unser Mitgliederdepot, also die Aktien, die ihr gewählt habt, um sie bei uns hier ins Depot zu legen. Wir haben ja letzte Woche Carrier Global hier mit dazu gekauft, nachdem wir uns diese Wärmepumpenthematik hier mal etwas genauer angeguckt haben. Hat sich seither auch ganz positiv entwickelt. Grundsätzlich auch diese ja, drei großen amerikanischen Handelshäuser, die wir ganz oben sehen, auch die bewegen sich so ganz leicht bergauf, kann man so sagen. Ein bisschen schwieriger sieht es tatsächlich noch aus bei unseren klassischen Problemfeldern, also Linde, nicht Linde, Vonovia hier unten mit minus 30%, die immer noch halt mit steigenden Zinsen zu kämpfen haben. Und BioNTech, die halt trotz positiver Zahlen immer noch auf den neuen quasi Blockbuster warten. Insbesondere unser Steckenpferd natürlich, das uns lange auch hier bergauf gehalten hat, ProSiebenSat.1 hat nach den letzten Quartalszahlen hier das Portfolio natürlich so ein bisschen gedämmt. Wir haben jetzt ungefähr so die Hälfte investiert, kann man fast sagen, von dem, was wir in diesem Rahmen mal investieren wollten. Wir werden das also noch ein bisschen weiterziehen, wenn die 100.000 Euro verbraucht sind. Ja, dann starten wir auch hier mit einem weiteren Depot von euch. Damit wechseln wir rüber zum Thema Social Media heute und ich starte mal mit dieser Grafik passend zu dem, was wir gerade erzählt haben von Shopify. Und man sieht hier, was so die beliebtesten Social Media Plattformen sind weltweit, kann man sagen, in Anbetracht der User, die auf diesen Plattformen aktiv sind. Und man sieht ja ganz oben, Facebook ist immer noch so das Steckenpferd, dicht gefolgt von YouTube. Aber wir sehen auch, dass diese neuen Messenger, kann man sagen, also wir sehen es hier unten mit TikTok und Douyin, also die chinesische Variante von TikTok, quasi, dass die ja auch deutlich, deutlich aufholen. Und nichtsdestotrotz sehen wir aber auch noch andere kleinere Varianten. Wir sehen es hier mit Snapchat. Es gibt auch noch Pinterest.
in diesem Rahmen, weil wir sehen natürlich zum anderen auch, dass viele dieser Unternehmen hier gar nicht investierbar sind von außen. Also Facebook natürlich in Form von Meta, der Aktie, YouTube im Konzern quasi von Google. Also wenn, müsste man sich gesamt Google hier einbuchen. WhatsApp, Instagram Teil des Meta-Konzerns. Also auch das wäre wieder ein Unternehmen. Dann haben wir hier WeChat in China, wir haben TikTok, die ja auch quasi nicht börsengelistet sind, Facebook wieder passend zum obenörigen Konzern, Dogecoin, die auch nicht börsendotiert sind, Telegram auch nicht und ja, Snapchat ist dann ein eigenes Unternehmen. Das heißt, wir hatten eigentlich tatsächlich einen Markt, der breit diversifiziert ist, einen Markt, der breit gewachsen ist, aber auch einen Markt, der ja letztes Jahr ein sehr schwieriges Jahr hatte, nachdem es diesen Boom auch zur Corona-Zeit gab, wo viele Menschen Social Media Plattformen sehr exzessiv genutzt haben. Dieses Momentum ist zurückgegangen. Die User sind zwar immer noch da, aber die Werbeausgaben, die sind das, was aktuell ja, fehlt quasi bei diesen Social Media Plattformen. Also wir hatten einfach hohe Werbeausgaben für diesen ganzen wachsenden E-Commerce-Bereich. Also viele Unternehmen wollten irgendwie ihre Nutzer erreichen. Deswegen stieg der Wettbewerb auf diesen Social Media Plattformen. Und das hat die Aktien befeuert. Deswegen sind auch viele dieser Plattformen jetzt dann an die Börse gegangen. Ja, und das Momentum ist so ein bisschen zurückgekommen. Wir haben nicht mehr so viel E-Commerce, wir haben nicht mehr so viel Corona. Wir haben Wir kein haben Meta, wir haben ein kein. Metaverse gleich Genau, eben wir haben. geschaffen. Wir wollten doch wieder zurück in die reale Welt. Genau so war es Aber alles ungefähr. kommt wieder. Genau, alles Genau, kommt alles wieder. kommt wieder, definitiv. Man kann aber auch sagen, dass ja einfach neue Player mit dazugekommen sind auf den Markt. Also der Markt wurde schon sehr stark durch dieses sehr schnelle Wachstum von TikTok disruptiert. Da kam ein neuer Player, der das Ganze noch so ein bisschen aufgewühlt hat. Deswegen gucken jetzt viele, gibt es auf vielen dieser Plattformen auch sehr, sehr kurze Videos in Form von 10 bis 20 Sekunden. Das ist quasi etwas, was man übernommen hat. Das heißt, das Ganze wird noch kurzweiliger. Die Aktien hat es trotzdem sehr hart getroffen, die sind teilweise 50, 80% gefallen. Und ja, wir gucken uns heute mal drei der Unternehmen in einem Kurzdurchlauf an, weil die jetzt alle, wie gesagt, Zahlen geliefert haben. Wir starten mit Meta, also dem Mutterkonzern von Facebook, von Instagram, von WhatsApp, der quasi jetzt ins Metaverse übergeht oder so langsam ins Metaverse übergehen möchte, kann man so sagen. Man sieht die Zahlen und man sieht, dass das Unternehmen trotz dessen, dass es so unter die Zahlen ja, ziemlich gelitten hat, also wir sehen es ja hier oben, dass es deutlich zurückgekommen ist, aktuell ein ziemlich positives Momentum wieder hinlegt. Wir haben jetzt quasi fast wieder eine Verdopplung seit Jahresbeginn und sind damit wieder auf einer Marktkapitalisierung von ungefähr so 600 Milliarden Dollar. Und da sieht man schon mal, dass das echt verdammt viel ist. Wie kommt es zu dieser ja, hohen Marktkapitalisierung? Und das sehen wir oben rechts. Sehr hohe Margen, sehr hohe Grossmargen, sehr hohe Profitmargen, was natürlich insbesondere an ja, dem tollen Geschäftskonzept liegt. Also einfach Werbung auf seinen eigenen Plattformen zu schalten, kostet einfach nicht viel Geld, ist aber grundsätzlich sehr profitabel. Und das sehen wir halt auch ja, an diesen Zahlen. Das Umsatzwachstum ist weiter nach oben gegangen. Das Problem ist so ein bisschen das Gewinnwachstum und das Gewinnwachstum leidet daher, dass man eben diesen Übergang ins Metaverse schaffen möchte. Also man hat hier große Programme angekündigt, extrem viele Entwickler eingestellt, sehr viel investiert, um sehr schnell dorthin zu kommen. Jetzt ist man so langsam wieder auf einem Momentum, wo man das Ganze etwas zurückdreht. Man hat zwar trotzdem noch sehr, sehr viele Ausgaben dort, also ein Großteil dieses ja, potenziell noch höheren Gewinns gibt man auf durch Entwicklungen in diesem neuen Bereich, kann man sagen. Reality Labs heißt das Ganze und dort erwirtschaftet man quasi einen negativen Gewinn, also einen Verlust von 4 Milliarden Dollar. Das heißt, wenn man es diesen Bereich Im nicht geben Jahr, würde, oder? genau, würde man quasi oben in diesem Quartal ja statt 5,7, sondern eher so um die 10 Milliarden Also haben. 4 Milliarden im Quartal an Genau, Kosten oder genau, genau, an genau. Gewinn und Verlust, in dem Fall Verlust. Genau, genau, genau. Und also man hätte sonst fast 10 Milliarden und da sieht man, dass das natürlich noch viel bessere Margen wären. Aber man möchte natürlich in die Zukunft blicken und unabhängiger werden. Also wir sehen es ja gerade an dem Werbemarkt. Da tut sich immer sehr viel. Er ist sehr konjunkturabhängig und er ist auch sehr, sehr abhängig davon, dass halt man selber als Partner genutzt wird. Wenn Facebook quasi ein Interesse verliert, keine eigene Plattform mehr hat, dann entsteht auch automatisch kein Umsatz oder kein Gewinn mehr.
Und dementsprechend möchte man unabhängiger werden. Man forscht ja an diesen Brillen und das ist quasi so das große Ziel von Meta, was grundsätzlich positiv ist und deswegen hat die Aktie auch so positiv reagiert. Man hat wieder Mitarbeiter entlassen, 21.000, man spart also wieder Kosten ein und Mark Zuckerberg hat ganz klar gesagt, er setzt auf ein Jahr der Effizienz und dementsprechend setzt er auf wieder höhere Gewinne und das freut natürlich aktuell die Investoren und dementsprechend 93% wieder im Plus seit Jahresbeginn. Um das mal so ein bisschen zu vergleichen und das ist das, was ich hier so ein bisschen mal zeigen wollte, ist wie viel Umsatz bei diesen verschiedenen Unternehmen generiert wird pro Nutzer. Und das zeigt einfach, wie gut das Unternehmen es schafft, den Nutzer zu monetarisieren, also wie gut das Unternehmen am Ende es schafft, Geld mit dem Nutzer zu verdienen. Wir haben ganz links quasi Meta, in der Mitte Snapchat und ganz rechts Pinterest. Jetzt muss man sagen, das sind die Zahlen vom letzten Quartal, also Q4, noch nicht die neuesten. Denn da hat sich leider von diesem Momentum so ein bisschen was wieder zurückgedreht. Grundsätzlich sieht man hier aber, dass Facebook oder Meta mit $11 natürlich deutlich, deutlich besser schafft, Geld aus dem Nutzer zu gewinnen, als jetzt Snapchat oder Pinterest da rechts neben. Und das ist auch so ein bisschen das große Problem, warum Facebook quasi Geld verdient, positiv ist und wir gleich bei den anderen sehen werden, dass diese Unternehmen ja kein Geld verdienen, sondern sehr viel Geld verbrennen und gerade auch dort irgendwie versuchen, ja, den Nutzer besser zu monetarisieren. Wir sehen hier höhere Wachstumsraten eigentlich. Ich kann aber schon mal verraten, dass das bei beiden leider rückläufig war in den neuesten Quartalszahlen. Und wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen angucken, woran könnte das gelegen haben. Snapchat ist quasi so ein bisschen das neue Unternehmen in Sachen, oder was heißt das neue Unternehmen? Man möchte auch hier wieder eine neue Funktion machen. Also es gab ja diese Kurzstories und jetzt gibt es diese, bei Snapchat kann man quasi Fotos machen und über Fotos chatten. Ich bin da jetzt auch nicht so tief drin, aber das ist quasi so die Neuerung des Unternehmens. Das heißt, man hat eine neue Methode der Kommunikation erwirtschaftet. Man hat auch ein positives Umsatzwachstum erzielen können. Also auch die Nutzer sind jetzt da irgendwie so bei 384,85 Millionen quasi gewachsen. Grundsätzlich sieht man aber, dass ja, wir deutlich, deutlich unprofitabler sind, als wir es bei Facebook oder Meta sind. Also wir sehen es hier oben, wir haben eine negative Profitmarge, wir haben nicht so hohe Grossmargen. Und das liegt insbesondere auch daran, dass man sehr, sehr viel Kapital in weitere Entwicklungen steckt. Das heißt, man möchte hier einfach über weitere Investments es schaffen, den Nutzer mehr an sich zu binden. Das funktioniert aktuell aber ja eher weniger gut, weil man halt nicht diesen Rückenwind aus dem Werbemarkt hat, den man vorher hatte. Das heißt, man hat diesen Gewinn deutlich, deutlich ausgeweitet. Man muss sagen, zuvor war der Gewinn ja fast nur halb so negativ. Also du redest eigentlich vom Verlust. Oder? Genau, also der negative Gewinn. Ja, okay. Und dementsprechend, ja, hat auch die Aktie so reagiert, wie man es hier oben sehen kann. Also wir hatten mal so ein absolutes Hoch hier zur Corona-Zeit, sehr positives Momentum. Dann sind die Wachstumsraten zurückgegangen, der Gewinn ist auch zurückgegangen und gerade kämpft man einfach so gegen die großen, man kann sich das so vorstellen, die Budgets für Werbung werden kleiner und jetzt kann man selber entscheiden, wo setze ich denn diese Budgets ein. Nehme ich lieber die großen, Facebook, Google, wo ich weiß, ich werde potenziell relativ gut Werbung platzieren können oder probiere ich neuere Sachen aus, wie Snapchat und gleich sehen wir es auch bei Pinterest. Man kann ziemlich genau sagen, ja, man probiert lieber nicht neue Sachen aus, sondern setzt sein Geld lieber auf die großen Player und das schadet natürlich den Kleinen und dementsprechend hat man hier auch ja kein positives KGV, eine Marktkapitalisierung von nur 13 Milliarden im Vergleich zu 600, die wir gerade eben bei Facebook gesehen haben. Und wir haben auch kein positives Momentum, was hier gerade nach oben zeigt, sondern haben zuletzt wieder nicht positive Quartalszahlen gehabt. Man hat aber noch einen riesigen Haufen an Cash auf der Bilanz. Also man kann noch sehr, sehr viele Quartale überleben, ohne dass man quasi Gewinne macht, weil man halt über diese Börsengänge Milliarden eingesammelt hat. Man muss halt jetzt nur überlegen, wie man sie halt gut nutzen kann. Und gerade, ja, sieht man, dass man sie irgendwie nicht so gut nutzen kann. Wir sehen es, dieser Average Revenue per User lag bei Facebook ungefähr so bei $10. Hier sind es so $2,6.
Und damit ist es sogar ein Rückgang zum Vorjahresquartal. Also wir haben gerade eben diese hohen Wachstumskurven noch gesehen. Das sind jetzt -7% zum Vorjahresquartal. Ja, und das bei steigenden Umsatzkosten durch die Inflation auch getrieben. Ja, Snapchat und auch also gegenüber jetzt Meta. Meta ist ja dann auch stärker noch soziales Netzwerk bei Instagram, bei Facebook. Snapchat ist halt wirklich eher Genau. eine App zum Kommunizieren. Werbung wahrscheinlich auch schwieriger da drin zu platzieren. Ich denke mal, bei WhatsApp wird es ähnlich sein. Das gehört ja auch zum Meta-Konzern wiederum, wenn man das direkt vergleichen würde. Spannend ist ja, dass hier die Werbung ist ja Display-Werbung, das heißt klassisches Anzeigengeschäft, dass man also eine Video- oder eine Bildwerbung oder sogar eine Textwerbung letztlich schaltet. Das ist anders als im Suchgeschäft bei Google. Da wird ja meistens was gesucht und darauf basierend kriegt man dann Werbeanzeigen. Da wird sich ja in der nächsten Zeit auch noch relativ viel drehen, in den nächsten Jahren, wie Leute eigentlich was suchen und auch mit den neuen KI-Technologien, ob man dann eher direkt eine Antwort bekommt in Form einer Textantwort oder Bildantwort, die eben generiert ist, oder ob man wirklich noch Webseiten dann weitersucht und so weiter. Das Anzeigebusiness ist natürlich, funktioniert anders. Das ist sozusagen eher ein Push. Man zeigt jemand etwas an, weil er gewisse Interessen hat. Hat also ist Meta zumindest da nicht so wie Google vielleicht jetzt im Feuer, was so diese ganzen Werbeanzeigebusiness angeht. Aber sowas wie Snapchat, wo man also eher Messenger hat und man Werbung jetzt nicht so wie im sozialen Netzwerk so reinspielen kann, nicht so leicht reinspielen kann zumindest. Genau. Sieht man schon, sind die Zahlen dann deutlich schwieriger in dem aktuellen Businessumfeld. Ja, absolut. Also ich glaube, die große Frage ist, wie sich das Werbegeschäft entwickeln wird. Google hat sehr stark davon profitiert, dass sie die größte Suchmaschine sind, dass Leute einfach gegoogelt haben und man genau auf diese Suchergebnisse am Ende Werbung schalten konnte. Das ist bei Snapchat und auch bei Meta und Facebook und auch bei allen anderen eigentlich nicht so der Fall. Das könnte sich jetzt drehen, wenn man sagt, ja, ich google gar nicht mehr, sondern ich spreche nur noch mit meiner KI. Frage ist, ob sich das durchsetzt, inwiefern sich das durchsetzt und in welcher Schnelligkeit. Aber ich glaube definitiv, dass Google da auch mit im Feuer steht. Das werden wir uns nächste Woche auch nochmal angucken. Aber natürlich, wir sehen es, Snapchat funktioniert aktuell nicht so, glaube ich, wie man sich das gedacht hat, weil man einfach nicht genug Umsatz generieren kann. Man hat immer wieder neue Ideen, man bietet auch Abos an, man will ein bisschen weg vom Werbemarkt, aber so richtig durchsetzen lässt sich das eigentlich nicht. Was vielleicht auch so ein bisschen am Publikum liegt. Also bei Meta ist man deutlich eher auch bei älteren Nutzern, während Snapchat schon eine sehr, sehr junge Zielgruppe Definitiv, also abbildet. meine Zielgruppe und dein Alter sind schon zu alt dafür eigentlich. Absolut, absolut, genau. Wir gehen weiter zu Pinterest, quasi dem dritten dieser Unternehmen, genauso groß ungefähr wie Snapchat, also ähnliche Marktkapitalisierung kann man sagen, etwas mehr User, auch da hatte man ein positives Umsatzwachstum. Ja, das ist aber auch schon so fast auch dort alles, was sich sehr positiv aktuell Auch darum, entwickelt. das bei allen mal zu sagen, was ist Pinterest? Pinterest sammelt man letztlich Bilder oder Genau. Impressionen nach gewissen Alben. Also man kann im Web einfach durchgehen und dann gewisse Sachen sich anpinnen, wirklich tatsächlich, um sie sich zu merken, wie so auf einer visuellen Watchlist. Und ja, das ist also ein Es Grund, ist quasi eine sehr interessant. Ist, Inspirationsplattform, kann man ja, sagen. Inspiration, genau. Also viele Leute teilen da entweder nur Katzenbilder auf ihrem Pinterest-Board oder sie nur Möbel und Einrichtungsideen oder es fotografieren ihr Essen. Also das ist schon sehr spannend, welche Blüten das Internet so treibt, aber auch dafür gibt es einen Markt. Ja, dafür gibt es einen Markt, der sich eigentlich tatsächlich eine lange Zeit auch recht positiv entwickelt hat, weil man ja von zu Hause aus sich Impressionen holen wollte. Das hat sich jetzt so ein bisschen, wie gesagt, auch ja, nach hinten entwickelt, weil man es nur tatsächlich so ein bisschen noch schwieriger monetarisieren kann als jetzt bei Snapchat oder bei Facebook. Mehr oder weniger kann man dort auch ja nicht eigene Impressionen sehen, sondern Werbeimpressionen. Das ist so die Idee. Wir sehen aber, dass die Idee natürlich auch von den Margen her genauso ähnlich aussieht wie bei Snapchat. Also wir haben bessere Grossmargen, aber auch da hat man eine sehr, sehr negative Profitmarge. Und wir sehen es auch, die letzten Quartalszahlen waren auch hier nicht positiv, haben sich negativ entwickelt und das liegt einfach daran, dass man auch hier unter den Erwartungen bleibt. Man hat hier ungefähr, jetzt haben wir bei Facebook Meta haben wir ungefähr $10 an Umsatz pro Nutzer. Wir hatten gerade eben so 2,60 ungefähr bei Snapchat. Ja, bei Pinterest sind wir so bei $1,32. Also wir sehen, wie sehr man die wenigeren Nutzer, die man hat, am Ende auch weniger monetarisieren kann. Und das spiegelt sich am Ende oben in den Zahlen wieder. Pinterest versucht es jetzt mit, ja, starken Partnern, also man hat zum Beispiel Amazon mit als Partner angebordet, dass dort Werbung direkt von Amazon geschaltet werden kann, dass man dann direkt rüberklicken kann, sich das kaufen kann als Idee.
Ja, das ist so gerade den Bogen, den man versucht da rauszubekommen. Man ist sehr, sehr gering verschuldet. Das ist so ein bisschen das Positive, hat sehr viel Cash auf der Bilanz. Man muss sagen, man verdient aktuell ziemlich viel Geld mit Zinsgewinn, indem man Geld einfach anlegt. Ja, aber ob das so der richtige Weg von der Plattform ist, ist dann natürlich auch fraglich. Am Ende muss das Geld irgendwie ins Geschäftsmodell passen. Man forscht auch hier weiter. Gibt sehr viel Geld für Entwicklung aus und ja, muss auch jetzt überlegen, wie man dort weiter vorankommt. Ihr kennt das Spiel, das sind die drei Plattformen. Ich bin bei allen, kann man sagen, so ein bisschen skeptischer. Wenn du das schon so sagst, dann sagen alle, wir wollen das nicht kaufen, aber schauen wir mal. Ich mache es trotzdem, wie gesagt, ich starte mal die Umfrage. Ihr könnt dann gerne entscheiden, welche der Aktien wir kaufen. Ihr seht es dann bei euch angeklickt. Ihr könnt entweder sagen, ja, Meta, Snapchat, eine der Aktien oder wir kaufen alle oder doch gar keine. Klickt da gerne mal rein. Es tut sich schon so ein bisschen was und ich sehe schon jetzt eine Tendenz, dass es wahrscheinlich nur zwei Wahlen gibt. Ich gehe trotzdem mal weiter für das gesamte Social Media Geschäft. Was steht die Woche generell noch an? Wir haben einiges noch quasi an weiteren Quartalszahlen. Ich habe gerade eben gesagt, 85% haben ungefähr ja, Quartalszahlen geliefert. Es ist aber noch ein bisschen was. Wir gehen insbesondere jetzt auch in kleinere Unternehmen rein. Airbnb, Twilio sind so nochmal Tech-Unternehmen, die Zahlen liefern. Airbnb hat ja schon so ein bisschen angedeutet, dass bei denen auch im Fokus steht, dass sie gerne wieder mehr in dieses günstigere Segment rüber möchten. Das heißt, weniger viel hochpreisige Produkte anbieten möchten. Mal gucken, ob sich das jetzt auch in den Quartalsergebnissen widerspiegelt. Twilio möchte ja auch wieder so in Richtung Profitabilität gehen. Wir haben Occidental Petroleum, wir haben Rivian, die ja auch sehr stark unter die Räder gekommen sind. Disney, großer Konzern, der, glaube ich, auch sehr, sehr guter Indikator für viele Bereiche ist. Werbung mit The Trade Desk, wir haben Robinhood als Broker, Blackstone, Nordex in Richtung erneuerbare Energien, ProSieben, Sat1. Ja, JD.com, Fiverr, Allianz, BVB. Also es ist noch ein bisschen was los, aber ihr seht, es Welchen wird Unternehmen bist du bewegt. investiert, wenn du die gerade hier so siehst? Ich habe Twilio bei mir im Portfolio, Disney habe ich bei mir im Portfolio, ja, Allianz habe ich bei mir tatsächlich auch im Portfolio. Ich habe hier von denen hier nur Disney. Disney tatsächlich. Aber schon vor einer Weile. Schon Sehr eine spannend, sehr Weile. spannend. Genau, Disney für das Kind Genau. sozusagen. Eines Tages bitte deine Disney-Aktie. Genau, ja, Nordex bin ich mal gespannt. Wir hatten ja auch so die Erneuerbaren. In einem der Investmentwerkstätten auch. Nordex war da der Player, wo man ganz klar sagen kann, noch schwierig von den Zahlen, war letztes Mal zumindest schwierig von den Zahlen. Und jetzt Genau, bin also ich mal Nordex, gespannt. die sehr stark mit überhaupt einer Profitabilität zu kämpfen haben. Wir haben es jetzt gesehen, dass die Player doch sehr unterschiedlich auf den Markt reagieren. Wir hatten ja auch uns die Solarunternehmen angeguckt, also Enphase, die deutlich zurückgekommen sind. Wir hatten aber dafür auch Solar Edge, die deutlich positive Kennzahlen geliefert haben. Also da bleibt einfach spannend, wie sich der Gesamtmarkt jetzt hier entwickelt. Ich glaube, positives Momentum hat man in allen Märkten gesehen. Grundsätzlich ist immer die Frage, wie ist am Ende ins Geschäftsmodell passt und wo Gewinne erwirtschaftet werden. Werden wir uns angucken, wenn die Quartalszahlen dort auch raus sind. Wir haben auch noch ein bisschen was an Terminen. Weitere Entwicklungen zur Inflationsrate in den USA zum April nochmal, auch in Deutschland. Wir erwarten hier beides Male so leichte Rückgänge bzw. Stagnation. Wir haben Zinsentscheid von der Bank of England und wir haben auch nochmal Konsumerwartungen in den USA. Wir haben auch noch ein letztes Mal in diesem Format quasi den Teaser, die Aufmerksamkeit, dass am Donnerstag unser Intensivworkshop stattfindet. Wir sind beide gesund, wie ihr sehen Wir sind könnt. beide Also gesund. Wir es bleiben auch scheint gesund. so, Wir dass ziehen das durch diese Woche. genau diese Woche hier wirklich dazu kommen, dass wir diesen Intensivworkshop mit euch durchführen können. Ich habe ein paar Mal schon die Frage bekommen, gibt es das Ganze auch als Aufzeichnung? Bekomme ich das auch als Aufzeichnung? Kann ich es mir dann nochmal angucken? Ja, wir zeichnen das Ganze komplett auf. Ihr kriegt die Aufzeichnung danach zugesandt. Ihr kriegt auch alle Materialien, die wir verwenden in diesem Intensivworkshop zur Verfügung gestellt. Auch viele Materialien, die ihr zu Hause verwenden könnt. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch außerhalb von diesem 9 bis 16 Uhr Format bei euch zu Hause nutzen und so oft ihr mögt durcharbeiten. Das ist es.
Was steht die Woche noch an? Wir haben den nächsten Teil vom Aktienbasiskurs. Hier steht noch Teil 2, aber tatsächlich geht es schon in Teil 3 rein. Und wir haben nächste Woche auch noch die nächste Investmentwerkstatt. Wir werden uns Big Tech in dem Fall angucken, also große Technologiekonzerne, auch im Hinblick auf die neuesten Entwicklungen in den Cloud-Technologien und die neuesten Entwicklungen auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Genau, wir hatten ja schon eine Investmentwerkstatt zum Thema Cloud. Da haben wir mehr so auf diesen Security-Aspekt geguckt. Diesmal gucken wir auf die Cloud, aber auf die Big Tech an der Stelle und mehr eben das klassische Cloud-Business, das heißt Daten, Dienste und so weiter, die in der Cloud liegen. Genau, wir hatten gestern, wer es mitbekommen hat, neue Zahlen von Zscaler in dem Falle, die auch in diesem Cloud-Security-Segment aktiv waren, die sehr positive Zahlen geliefert haben, aber die natürlich auch auf diese Infrastruktur der Großen zurückgreifen müssen. Die Umfrage ist fast durch. Ihr könnt nochmal den letzten Klick machen. Es scheint tatsächlich so, Christoph, als würden wir die Meta-Aktie bei Kauft die uns ins Meta-Aktie. Portfolio Ich einbuchen. hätte mich das letztes Jahr immer gefallen gedacht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Aber. nicht, genau. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir uns dagegen entschieden. Mal gucken, wie es sich jetzt entwickelt. Es gibt tatsächlich aber auch ein paar Stimmen für die anderen Unternehmen, vielleicht Fans doch der eigenen Plattform. Wenn ihr dazu Meinungen, Ideen habt, teilt die bei uns gerne mal mit. Würde mich interessieren, was ihr in den einzelnen Unternehmen seht. Ja, aber ich würde sagen, die Umfrage ist relativ deutlich. Und dementsprechend kaufen wir in dem Falle Absolute einmal die Mehrheit, Meta-Aktie. 55% zum Kaufen von Meta. Sehr gut, sehr gut. Schließ mal die Umfrage. So, sehr gut. Dann sind wir zu dem Woche, in dieser Woche beim Ende und ja. Genau, wir freuen uns auf Donnerstag, einen ganzen Tag zum Thema Aktien. Genau. Zeichnen das, wie gesagt, auch auf. Nächste Woche Investmentwerkstatt, Basiskurs nochmal die Woche. Nächste Woche Donnerstag ist Feiertag, das heißt, da gibt es keinen Basiskurs. Entsprechend werden wir das aber auch im Clubbereich dann nochmal richtig einstellen. In diesem Sinne. Ich danke euch und bis Gute Woche, bis dann. dahin. Ciao, ciao. Tschüss.